Hallo Ödland-Mitbewohner, ihr fragt euch ganz sicher, Vault 51? Hä? Was macht Flotten denn da? Ja, innen drin wird gekämpft. PvP. Oder Battle Royale. Ganz leid. Das ist nicht mein Ding, da bin ich nicht so dabei. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat Flotten jetzt mit Vault 51 zu tun? Natürlich wie immer, der macht nur Camps. Der baut immer nur ein Camp. Und dann zeige ich es euch mal. Mein Vault 51. Jo. Schön robust. Einfach, so wie es im Ödland ist, wenn man sich da allein durchkämpfen muss. Da geht es hier auf Schöne. Hier steht der LKW-Auflieger, da wollte ich zuerst meinen Verkaufsautomaten reinstellen. Ich habe ihn reinbekommen, aber mit dem Strom klappte nicht. So kann ich jetzt nur hier als Sportrad benutzen, ein bisschen Basketball spielen. Mein Workout-Bereich. Aber jetzt geht's ins Camp rein. Ja, hier, es muss gesichert sein. Ich möchte ja nicht die Supermutanten verbrannten und so alles bei mir im Camp haben. Deswegen auch das Tastenfeld. Sie etwa? Jo, und das ist es. Zum Gedenken von den vielen... Oder jetzt wollen wir es mal gucken. Blick da. Ja. Und jetzt zum Gedenken der Verstorbenen im Kampf da. Haben wir hier einen Gedenkstein. Aber nicht nur das. Jetzt wollen wir mal sehen, was hier alles vor dem Vault 51 los ist. Ja, es ist offen, aber große freie Fläche. Nuclear Winter. Also mein Fall ist es nicht, das ist nicht mein Fall. Ich wandere so durchs Ödland und abends setze ich mich dann hier hin, schön am Lagerfeuer und lasse den Tag ausklingen. Schau die Fahne im Wind zu und auch den Rest von meinem Camp. Strohballen. Die dicke, fette Couch. Badewanne, der Essensbereich. Alkohol, wieder braut. Jetzt erstmal, was haben wir hier noch? Da, die Toilette. So wie die ausschaut, wollen wir mal lieber nicht direkt reinschauen. Ein altes, verrostete Automobil. Meine Shelly. Meine Muku. Die Wasseraufbereitung. Ja, damit man nachts so ruhig schlafen kann. Die macht mächtig Krach, wenn die läuft. Ja, hier hinter den Jagdtrophäen, den beiden Yuagi-Bären oder wie die Dinger heißen da im Ödland. Das Schlafzimmer und kleinen private Wohnbereich. Die West Virginia Neon-Karte. Party-Plakat für Trinken. Bisschen gruseln. Ein Bett. Ah, den kennt ihr ja ganz sicher noch. Der Gründer von der First National Bank. Vielleicht hat er hier was mit dem Mafia-Kürbis zu tun. Den Alien habe ich nämlich schon mal im Ödland gesehen, aber die Mafia noch nicht. Bis auf die First National Bank. Und wieder kein Thema mit First National Bank.
Der Unfug ist vorbei, deswegen kommen die Masken wieder im Schrank. Es war ein schöner Spaß. Der Fleischklopfer hängt über die Bastelwerkstatt. Hier ein paar Propagandaposter an der Wand. Man sieht schon, die sind vergilbt, also es ist nicht alles sauber im Ödland in West Virginia, Appalachia. Hier der Drache, der legendäre, hängt an der Wand, weil ich spiele mit meinem Unterhebelgewehr. Hier auch wieder bei der PA-Station, vergilbte Propagandaposter. Diese komische Knochenwaffe, Buhmauer, Verkaufsautomat, eben Halloween. Und der macht auch ein bisschen Musik. Taschen und Koffer liegen hier überall herum. Fundsachen aus dem Irland. Dome Ultrazit. Und einen mysteriösen Stachel. Hier gleich noch ein paar andere verstrahlte Sachen, die man so im Ödland finden kann. Alles verseucht. Doch ein recht großer Bereich. Bloß man müsste mal eine Putzfrau da durchjagen. Die hat wohl die nächsten 2-3 Jahrzehnte dann was zu tun. Halt die Schnauze, du laberst oder so einen voll. Das ist mein Vault 51. So, und jetzt mein persönliches Terminal. Hello, mein Tagesplaner. Was steht oben? Was steht an? Alkohol, bereit zum Treffen. Dann wollen wir da mal hin zum L. Also, tschüss hier und ab nach L. Werfen wir nochmal einen Blick. So sieht es also aus, mein Camp. Mein Vault 51. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch und einen guten Loot im Ödland. Tschüss!